Hallo, all ihr erstaunlichen Katzenliebhaber da draußen. Schnallt euch an, denn heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das sicherlich euer Interesse wecken wird. Wir entschlüsseln die Kunst, eure entzückende Mieze in eine gemütliche Schosskatze zu verwandeln. Aber denkt daran, keine zwei Katzen sind gleich. Eure Katze möchte vielleicht eines Tages auf eurem Schoß zusammengerollt sein und zieht am nächsten Tag ihre eigene Gesellschaft vor. Das ist doch Teil ihres Karmes, oder? Akzeptieren Sie den unabhängigen Geist Ihres fälligen Freundes. Während wir starten, ist es wichtig zu bedenken, dass nicht jede Katze von Natur aus eine Schosskatze ist. Und ratet mal was? Das ist völlig in Ordnung. Katzen sind berüchtigt für ihren Unabhängigkeitsdrang, den wir an ihnen lieben. Aber wenn sie jemand sind, der von ruhigen Nachmittagen träumt, mit ihrer schnurrenden Mieze zufrieden auf ihrem Schoß. Aufbau einer starken Beziehung. Fangen Sie früh an. Die beste Zeit zum Anfangen ist, wenn Ihre Katze noch ein Kätzchen ist. Dies ist die Zeit, in der Sie am anpassungsfähigsten und offen für neue Erfahrungen sind. Zwingen Sie Ihre Katze nicht. Katzen schätzen ihre Unabhängigkeit. Zwingen Sie Ihre Katzen niemals, auf ihrem Schoß zu sitzen. Sie werden ihre Achtung ihrer Autonomie zu schätzen wissen. Bauen Sie eine starke Beziehung auf. Verbringen Sie Qualitätszeit mit Ihrer Katze. Spielen Sie mit ihnen, füttern Sie sie, sprechen Sie mit ihnen, lassen Sie sie sich geliebt und geschätzt fühlen. Schaffen Sie eine sichere Umgebung. Katzen lieben es, sich sicher zu fühlen. Eine ruhige und sichere Umgebung wird sie wahrscheinlich offener für neue Erfahrungen machen. Nutzen Sie die Kraft der Positivität und Vertrautheit. Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt. Timing ist alles. Wählen Sie Momente, in denen Ihre Katze entspannt ist und eher dazu bereit ist, Ihre Aufmerksamkeit zu begrüßen. Vertrautheit ist Komfort. Verwenden Sie Ihre Lieblingsdecke auf Ihrem Schoß. Dieser vertraute Geruch kann Ihren Schoß zu einem sicheren und einladenden Ort machen. Belohnen Sie gutes Verhalten. Positive Verstärkung kann Wunder wirken. Belohnen Sie Ihre Mieze mit Leckereien, wenn sie ruhig auf Ihrem Schoß bleibt. Entdecken Sie die Vorlieben Ihrer Katze. Kennen Sie Ihre Vorlieben? Genau wie wir haben Katzen ihre Lieblingsstellen, die gestreichelt werden sollen. Finden Sie diese süße Stelle und nutzen Sie sie zu Ihrem Vorteil. Die Bedeutung der Ruhe. Fördern Sie die Ruhe. Ihre Energie beeinflusst das Verhalten Ihrer Katze. Seien Sie ruhig und geduldig, um ihnen zu helfen, sich entspannt und wohl zu fühlen. Begrüßen Sie Ihr neues Kätzchen zu Hause. Wenn Sie das Glück hatten, vor kurzem ein Kätzchen in Ihr Zuhause aufgenommen zu haben, ist dies die perfekte Zeit zum Anfangen. Lassen Sie Ihr neues Familienmitglied in Ihrem eigenen Tempo erkunden. Wenn Sie sich ihnen nähern, behandeln Sie sie mit Liebe und Sorgfalt. Lassen Sie sie sich an ihren Geruch gewöhnen. Aufbau positiver Assoziationen. Verstärken Sie positive Assoziationen mit Ihrem Schoß. Wenn Ihr Kätzchen zu Ihnen kommt, verwenden Sie freundliche Worte und Streicheleinheiten, um zu signalisieren, dass Ihr Schoß ein sicherer und glücklicher Ort ist. Konsistenz und Routine. Halten Sie eine konsequente Routine aus Spielzeit, Kuscheln und Füttern ein. Im Laufe der Zeit wird Ihr Kätzchen beginnen, diese glücklichen Erfahrungen mit Ihrer Anwesenheit zu assoziieren, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Sie zu einer Schosskatze werden. Erlauben Sie Ihrer Katze zu gehen. Zuletzt, denken Sie daran, wenn Ihre Katze von Ihrem Schoß weg möchte, lassen Sie sie. Wenn Sie versuchen, sie zurückzuhalten, könnte das eine negative Erfahrung schaffen und Sie davon abhalten, zurückzukehren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Training Ihres Kätzchens zu einer Schosskatze kein Einheitskonzept ist. Es erfordert Geduld, Verständnis und Respekt für die einzigartige Persönlichkeit Ihrer Katze. Also, Leute, genießt die Reise und die besonderen Momente auf dem Weg. Mit diesen Tipps in der Hand, sind Sie gut auf dem Weg zu gemütlichen Schosszeiten mit Ihrem fälligen Freund. Viel Spaß beim Training!